Das war nicht, was ich wollte. So, wir können auch noch so ein Ding bauen, ne? So ein erhabenes. Das war da unten, das wäre nicht oben. Aber hier gibt es keinen sinnvollen Punkt, wo man sowas bauen würde, um Ausschau zu halten. Würde ich sagen. Das war aber in die Richtung da oben was haben. So. Muss reichen. Haben wir das ein bisschen aufgebessert. So. Huch. Markierung entfernen. So, jetzt willst du, dass wir dahin zurückgehen. Wofür? Suche im Baumarkt nach Farbe. Ach so. Und Dr. Armani. Und finde die Karawane. Das ist ja alles so in die Richtung. Würde ich mal sagen, wir gehen dahin und laufen dann hier rum zurück. Bei der Mülldeponie. Oh, what? Was haben wir denn da für ein Gegnervorschau? Das ist eklige Sins. Prototypen, ganz alte. Die dann irgendwie in Far Harbor wir treffen könnten. Das sieht mir zumindest noch aus. So, wir wollen nach Südosten in die Richtung. Ja, genau. Raider. Ihr ballert auf meinen Hund, ihr Schweine. Ich glaube, es hakt. Könnt ihr mal aufhören, auf meinen Hund zu schießen, ihr Kackbratzen? Meine Güte. Hab doch einen Arsch offen. Ballern die einfach auf meinen Hund. Die sind nicht ganz knusper, ey. Hab ich glaube ich noch nicht alles gelootet, ne? Deswegen zeigt es das noch nicht abgeschlossen an. Gold ist stumm. Alles klar, was man hier so wieder findet. Ich habe ja anscheinend noch gar nichts gelootet bei der Mülldeponie. Aber war ich hier nicht schon drauf? 50 Kronkorken, alles klar. Nee, hier kann man rein. Das ist wieder so eine Gefahr. Ja, ja. Genau das ist es. Könnt ihr mal aufhören, unter mir rauszukommen, ihr Schweinchen? Ihr Maulwurfsrattenschweinchen. Kaliber, jede Menge Splittergranate. Ey, Dog Meat. Gehärtetes, ist Präzisionsschütten, gehärtetes Watt Impro Repetier Scharfschützengewehr. 46 Damage mit 308er Munition. Feuerrate 2, Reichweite 200 Präzision. Impro Revolver. Ja, nee, sehe ich mich irgendwie nicht. Da liegt noch ein Baseballschläger. Ah. Seht ihr das jetzt erst abgeschlossen auf der Map? Nee. Das war nicht das, was ich hier zu finden hatte. Der Mülldeponie anscheinend. Naja. Gehen wir mal weiter durch die Nacht. Wobei ich könnte vielleicht noch kurz warten bis Tag ist, bevor ich weitergehe. Wäre schon so ein bisschen smarty-smart, dass man nicht bei Nacht durchs Ödland rennt. You're good to go. Nuka-Cola, girl. Man kann sich doch, man konnte sich irgendwo hinsetzen, da.
Da konnte ich mich hinsetzen und warten. 3 Stunden warten. Bis Sonnenaufgang. Ja, Wuffi. Wir gehen ja weiter. So. Südosten. Let's go. Findet man hier im Wasser noch irgendwelche Sachen coolen? So irgendwie Höhleneingänge oder sowas? Nö. Sieht nicht danach aus. Vielleicht mal doch einen Blick auf die Temperatur von meinem CPU machen, weil ich glaube, die meine CPU-Lüfter ist ein bisschen laut am Düsen. Und wir düsen im sauren Schritt. Nehmen den Wuffi mit. Oh. Wäre MG geschossen, aber das sieht freundlich aus. Welcome to Covenant. Oh, das ist das, was Felix meinte. Ob ich Covenant kenne. Level up! Level up. So, die Frage ist, ist Level einfach Charisma? Leveln wir einfach Charisma? Oh, würde ich vielleicht schon sagen, damit wir Leute gut überreden können. Ansonsten haben wir nur blutiger Tod, Schnorrer, Schatz, nee, oder Schnorrer leveln. Ich würde gern Charisma nehmen, auf 9. Und dann, wenn wir jetzt mit Leuten reden. Sauberer blauer Anzug macht Charisma 2. Aber dann müssen wir wieder alles anziehen, das ist doch doof. Hatten wir nicht noch irgendwas für den Kopf, was Charisma gemacht hat? Habe ich wieder weggenommen, ha? Huh? Tja. Nur nicht. Guten Tag. Du besuchst Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, bewaffnete die Rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Heißt so etwa dieser Ort? Ja, wir sind echt im Aufwind. Ein Halt für Händler und dergleichen. Wir sind nicht groß, haben aber einiges zu bieten. Ein Arzt kann dich hier zusammenflicken. Es gibt sogar Limonade. Naja, so nennt dieser sie. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Wir lassen ihn eben rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür ist der Test? Ich sollte wohl nichts sagen. Aber hör zu. Wir wollen sicherstellen, dass nur gute Leute nach Covenant kommen. Keine Unerwünschten. Niemand, der nicht ganz so ist, wie er scheint, okay? Ich bin neu in der Gegend. Was meinst du mit Unerwünschte? Weißt du nicht... Oh Mann... Hör mal, nicht jeder im Commonwealth ist ein Mensch, okay? Manche sind Synths. Mehr sage ich dazu nicht. Ah. Mach den Test ab. Wenn du ihn bestehst, kannst du reinkommen. Hier ist es sicher. In Ordnung? Wir setzen uns mal hin. Muss ich den Test wirklich ablegen? Hey, so sind die Regeln. Bereit? Wenn es sein muss. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Okay. Um das Menü mit den Skills zu öffnen. Dann setzen wir uns wohl mal hin und machen den Synth-Test. Ah, sitzen auf dem richtigen Stuhl, nicht auf dem Hocker. Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich ab. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Okay, 1 ist wahrscheinlich das Falsche. Ich sage, du kannst mich mal, Kumpel. Das sagst du? Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Ich amputiere den Fuß, bevor sich die Infektion ausbreitet. Amputation. Nächste Frage. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich, besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Bringe den Jungen Sicherheit und gebe ihn dem Verantwortung. Ich stehle dem Jungen heimlich das Diebesgut und lasse ihn im Schicksal.
Das ist ein Junge, der Strafe da. Ich umarme den Jungen und sage ihm, dass alles wieder gut wird. Ich umarme den Jungen und sage ihm, dass alles wieder gut wird. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Ich spiele kein Baseball, ich spiele Fußball. Catcher, Pitcher. Catcher, Pitcher, Hitter ist der, der... Ja, designated Hitter. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Ich schütte ihr meinen... Ich mache immer, was Oma mir sagt. Ich bitte um eine Minigun, damit ich einen Auftrag richtig erledigen kann. Ich gebe ihr, was sie will, um sein Leben zu retten. Ich gebe ihr, was sie will, um sein Leben zu retten. Bad. Sag einfach. Ich schütte ihr meinen Tee ins Gesicht. Natürlich. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Was zur Hölle? Ich verschwinde und lasse ihn verrotten. Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir auf den Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Transition, ich nehme ein Antimutagenmittel. Ich nehme eine Waffe und erschieße mich. Ich spreche ein Gebet und hoffe, dass Gott mich rettet. Ich nehme ein Antimutagenmittel. Außer Acht lassen möglicher... Ja. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognak der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ich schütte ihm K.O.-Tropfen, der Nuka-Cola nehme ich es mir, ich schleiche in sein Zimmer und stehe, ich richte eine Waffe auf ihn. Ich tausche es gegen eines meiner Comic-Hefte ein. Hm. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist, und? Ändere die Spannung des Rasierers, dann kriegt er einen gewischt. Ich schmeiße einen Böller in seine Toilette, immer wieder lustig. Ich tausche seine Blutdruckmedikament gegen Zuckerpillen aus. Ich löse die Schrauben am Wasserrohr. Wenn er sich die Hände waschen will, gibt es eine Überraschung. Das finde ich noch lustig. Wenn er sich die Hände waschen will, gibt es eine Überraschung. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Bestanden. Können wir das wirklich nicht bestehen? So wie du hat noch niemand geantwortet, hatte ich ja für ein Gerücht. Willkommen in Covenant. Okay. Wir dürfen in Covenant rein. Das ist ja jetzt alles Synths eigentlich. Was geht denn bei euch ab? Ich sollte nicht mit dir reden. Ich habe nämlich zu tun. Dann red nicht mit mir. Talia. Oh, ich habe von dir gehört. Du bist der Fremde. Ich stell Dinge zwei Sekunden da. Für den Laden. Oh, ich bin Talia. Schön, dich kennenzulernen. Ich kannte deinen Namen schon. Immer mit der Ruhe. Hol mal Luft, um Himmels Willen. Oh, tut mir leid. Ich red zu viel, ich weiß. Es wird dir hier gefallen. Alle in Covenant sind so freundlich und wollen von hier gibt's safe irgendein Problem. Warum sind hier alle so freundlich? Ich weiß es nicht. Frag Mr. Orden. Ich kann besser mit Terminals als mit Menschen umgehen. Du kannst gerne meine Werkzeuge benutzen. Ich darf ihre Werkzeuge benutzen. Sag Bescheid. Talia. Oh, du bist zurück. Ist Covenant nicht einfach toll? Ich kann die Werkstatt benutzen. Bonk. Kann ich deine Werkstatt noch immer benutzen? Natürlich. Das Material da kannst du gerne benutzen. Das ist Krimskrams. Und du kannst da alles herstellen, was du willst. Oh, was sind Sie? Aber ich muss zurück an die Arbeit. Gesagt, ich darf ihre Werkzeuge benutzen. Wüsste ich, wie der Siedler verbündet. Das darf ich nehmen. Günstiger Wunderkleber. Benutzt du Ölkanister? Ach, diese Werkzeuge, da darf ich haben? Okay. Vor kurzem kam eine Karawane. Die haben für den alten Stockton gearbeitet. Entschuldigung. Du hast sie gesehen. Ja, hallo. Ich hab doch schon gesagt, mein Name ich kann mich nicht erinnern. Und ich habe in dieser Stadt das ist nicht Diamond City. Schön, dass du bestimmt an eine Karawane bist. Mit fünf Leuten Guten erinnert Leuten man sich. Steht unsere Dann Tür. Waren sie bestimmt auf dir. Du kannst eines der Betten im Gasthaus nutzen. Ich bin nicht hier, um Limonade zu trinken. Warum wird hier parallel geredet? Was soll das Ganze? Ich will ja helfen. Danke für die Gastfreundschaft. Für Leute wie dich, jederzeit. Du solltest dich von Mr. Dan fernhalten. Ich habe Beschwerden über ihn gehört.
Wer ist Dan? Er ist ein Söldner. Nicht der angesehenste Broterwerb, wenn du mich fragst. Ich also wünsche du mir einen schönen Aufenthalt. Wurde gerade irgendwie eine Karawane vermisst. Bist du aus der Gegend? Ehrlicher Dan. Ich habe genug von diesen Landeiern. Hast du ein Problem mit den Leuten hier? Dieses falsche Lächeln und das geschwollene Reden machen mich kirre. Je eher ich weg bin, desto besser. Dann geh doch. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Eine Karawane? Wovon redest du überhaupt? Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Was davon noch übrig ist... Habe ich nicht die gleiche Auftrag? Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Wir wetten, das ist irgendein Scheiß, der hier schief läuft. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Wenn ich helfe, will ich einen Vorschuss. Wenn ich dein Wort habe, zwack ich 50 Kronkorken ab. Die kriegst du noch zusätzlich. Nach wem suchen wir? Die wichtigste Person ist Stocktons Tochter Emilia. Ich habe keine weiblichen Leichen gefunden. Es gibt also Hoffnung. Wenn wir sie umprogrammiert finden, im Kopf. Ist ein Berg Kronkorken von Stockton. Okay. Klingt gut. Bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist darin verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Okay, 50 Kronen gucken. Begonnen. Irren ist menschlich. Optional super der zerstörten Karawane nach Hinweis. Optional fragt Dan nach den Sins. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Die haben auch übel. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Sicherheitsmaßnahmen, ne? Erzähl mir von dir. Ich sorge dafür, dass Penny, Talia und die anderen alles haben, was sie brauchen. Unsere kleine Gemeinde am Laufen zu halten. Du bist der Bürgermeister, ja? Job. Aber irgendjemand muss es ja machen. Entschuldige mich bitte. Okay, wer will nicht so gerne reden? Und es sind überall Geschütztürme, an literally jeder Ecke. Hier ist ein Oldfront-Tor. Ein fucking Geschützturm. Hallo. Vollzeitjob, sagst du, ja, Mann? Vollzeitjob. Krass, wie beschäftigt du bist. Dieses Limonade. Nach einem langen Tag gibt's nichts Besseres. Das ist dieser. Hey, dieser. Frische Limonade. Oh, no. Wo ist der Haken? Keine Tricks, keine Gimmicks. Nur die beste Limonade. In Covenant. Das ist nicht so weit. Los für unsere besonderen Gäste. Ich suche eine verschwundene Karawane. Kannst du mir helfen? Weißt du, was perfekt für eine verschwundene Karawane wäre? Dieses Limonade. Mhm. 3 Jahre in Folge. Mhm. Bestes Getränk in Covenant. Nee. Ich passe. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Moment, ich kann fragen, hey, woraus dieser. Die Karawane besteht. Woraus besteht die Limonade? Dieses Limonade enthält nur beste Zutaten. 4 besondere Zutaten aus sonnenreichen, nicht verstrahlten Anbau. Was sind denn die besonderen Zutaten? In einem kalten Glas. Probier sie mal. Oder nutz die Geld-Zurück-Garantie. Nee. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Das klingt irgendwie falsch. Das würde man die nehmen und dann irgendwo sonst wo aufwachen, weil da sonst was drin ist. Okay, frag mal dich mal noch. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Die Leute hier reagieren empfindlich auf Synths. Was ist ein Synth? Du bist wohl neu hier. Jupp. Synths sind vom Institut hergestellte synthetische Wesen. Echt fortschrittliche Maschinen. Es könnten auch Menschen sein, weil keiner den Unterschied zwischen ihnen und uns erkennt. Jeder außer sie sind offensichtlich. Synths und dem Institut. Aber jetzt, wo ich es erwähne, ich bin schon lange hier. Und niemand hat auch nur ein Wort über sie verloren. Das ist seltsam. Okay. Also, was ist das Institut? Frag 3 Leute, dann kriegst du 3 verschiedene Antworten. Völlig verschiedene. Die okay. Meisten glauben, das Institut steckt hinter allem, was im Commonwealth schlecht ist. Allem, was im Commonwealth schlecht ist. Verschwindet und du verlierst deinen Brahmin? Das Institut. Siedler werden in der Nacht alles getötet? Ist Institut. Das Institut. Aber ich kenne niemanden, der irgendwas davon beweisen kann. Aber man kann nicht leugnen, dass es Synths gibt. Das Institut unterwandert uns also. Und ich bezweifle, dass das zu unserem Vorteil sein soll. Okay. Wir reden später.
Das andere ist für mich unlogisch zu fragen, ob er Beweise hat, weil die hatte uns ja. Siedlung, so viel Feuerkraft. Hat er uns ja quasi gesagt. Aber ja, warum braucht eine winzige Siedlung so viel Feuerkraft? Damit kann ich nicht interagieren. Da ist ein Rasenmäher. Eine sehr merkwürdige Variante davon, aber sieht aus wie ein Rasenmäher. Darf ich in die Häuser rein? Okay, in das Haus darf ich nicht rein. Aber ich darf drum rumlaufen. Lass mal reingucken. Das ist auch mit Drahtsachen zu, die Fenster. Aber da wohnt jemand drin. Ah, hallo. Da bist du. Öffentliches Terminal. Geschichte von Covenant. Wir sind junge Gemeinschaft und gleichgesinnte Individuen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dem Leben eine neue Qualität zu geben, die es sozusagen nicht gegeben hat, von unserem geheimen Zu. Unsere geheimen Zusätze sind eine gemeinsame Vision, harte Arbeit und eine gute alte Gastfreundschaft. Die Mauern gebaut wurden, haben wir mehr und mehr Händler bekommen gehalten. Bei uns gibt es ein breites Angebot an Handelswaren und haben einen Preis. Wenn ihr ein Ware anderswo günstiger sieht, gebt uns Bescheid, dann setzen wir noch einen drauf. Sagt den Freunden. Okay, Safe Test. Ja, das wichtigste Ziel, um den Safe Test können wir sie gewährleisten. Den Test haben sich einige unserer klügsten Köpfe der alten Welt ausgedacht, um ein detailliertes psychologisches Profil der Teilnehmer zu halten. Teilnehmer scheitern aus den verschiedensten Gründen an dem Test, aus sozialer Neigung, Obszönitäten und geistige Gesundheit, nur um ein paar zu nennen. Oft wäre alles bestens, wenn wir sie reinließen, aber wir achten sehr genau darauf, dass nur die qualifizierten Leute in Genuss kommen, so wie ihr. So, das ist zu eurem Schutz. Okay. Da ist ein Wecker drin. Da sind 12 Kronkorken. Kronkorken dürfen wir ja wohl mitnehmen, oder? Kommt hier Nebel. Das ist ein verbessertes Tür. Da können wir, glaube ich, gar nicht rein sonst. Ein verbessertes Tür, genau. Kommen wir an seinen. Wahrscheinlich müssen wir mit den Leuten reden. Hallo, Ted. Reden wir dir ab. Nichts für ungut, aber ich habe noch einen Berg an Arbeit. Ted, besuchen jeder andere in der Stadt würde gern mit ihr reden. Ich hoffe, aber die Außenwelt ist keine allzu große Enttäuschung. Okay. Hey. Eines Tages wird Covenant so groß wie Diamond City. Ted redet nicht mit mir. Warum redet Ted nicht mit mir? Okay, hier sind die Händler. Geheilt. Hast du was gegen den Schmerz? Hallo. Wenn du Schmerzen hast, dann sag es mir. Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Wenn du Gerüchte hören willst, red mit Penny. Ich kümmere mich lieber darum, reden wir mit Penny. Zusammenzuflicken. Das kann ich wenigstens. Ja, schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Strahlung heilen. Ich fühle mich krank. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Wir bringen das in Ordnung, keine Sorge. Was für eine Riesennadel wir dann direkt reingeballert kriegen. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nö. Das war's. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Okay, du warst bist einfach nur eine Doktorin. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Du bist Penny. Hey. Ich hoffe, Swanson hat dir nicht zu viel Ärger bereitet. Wenn du mich fragst, nimmt er seinen Job zu ernst. Nee. Ja, willkommen. Alle hier nennen mich Mrs. Fitzgerald. Aber du hübsches Ding kannst mich Penny nennen. Du hübsches Ding. Was machst du hier eigentlich? Von allem etwas. Ein paar Sachen lasse ich für die Männer übrig, damit sie denken, sie hätten was zu sagen. Wow. Willst du was kaufen? Ich mache dir auf jeden Fall einen guten Preis. Was hast du vorrätig? Lass dir Zeit, Schätzchen. Okay. Addictur. Jede Menge Muni. Blutpakete. Waffen, Jagdgewehr, Rohrzange, Nudelholz. Geil. Ich könnte mit Nudelholz auf Leute losgehen. Fett.
Gewehrkampfflinte. Kampfgewehr versus Kampfflinte ist, glaube ich, der Unterschied, ne? Kampfgewehr verschießt 45er, die Kampfflinte Schrot. Feuerrate 33. Das ist trotzdem ziemlich geil für den Damage, den es macht. Location ist besser als Jagdgewehr, das Kampfgewehr, würde ich mal sagen. 45er haben wir jetzt hier noch. Offensichtlicherweise. Müssten das nur noch ein bisschen bearbeiten, dass es bessere Präzision hat, vielleicht. Mit Visier leicht, Kampfgewehr. Kleidung. Lumpen mit Kapuze, Metallrüstung, Helm. Zerstörerhelm. Charisma und Intelligenz. Intelligenz ist ein Problem. Ich hätte eigentlich nur Charisma gerne. Das Ding sieht auf jeden Fall fett aus. Weil unsere Intelligenz sollte eigentlich nicht so hoch sein, damit unser extra XP-Ding mehr triggert. Dammit. Aber das ist auch kein Glückbooster. Was können wir denn verkaufen? Wie wäre denn der Deal? Nee. Der kompensierte Maschinenpistole verkaufen wir dir jetzt. Melone. Aber auch blauer Anzug. Das macht Charisma hoch. Werde ich aber nicht mehr benutzen, weil ich dann mal alles hin und her machen muss. Giftmischus, abgedunkelter Shit. Verstärkte Kampfrüstung. Das verkaufen wir dir alles. Dann sind das hier doch hier Kombi-Schraubenschlüssel zum Beispiel. Braucht man nicht. Golduhr sollte man verkaufen. Ich weiß nicht, dass ich Gift irgendwo brauche. Kristall brauchte ich jetzt leider schon mal in der Vergangenheit. Mikroskop, da haben wir auch noch Kristall drin. Zweimal Kristall, hier haben wir 4 Kristall drin, verkaufen das Mikroskop. Netzrelais-Spule. Hier ist auch nochmal Kristall drin. Red Skorpion, starre nukleares Material. Hier die Schachtel Zigaretten. Schwere Schraube, Schraubenschlüssel, die wollen wir nicht haben, die sind zu schwer. Das, was sie geben. Silberne Taschenuhren. Die wollen wir auf jeden Fall verkaufen. Einfach nur für den Preis. Souvenir-Magnetfrosch. Stange Zigaretten. Asbest. Geil. Wird verkauft. Teddybär. Leder und Stoff wird auch verkauft. Vakuumröhre. Ah ja, das Vorkriegsgeld müssen wir irgendwann mal noch irgendjemanden verkaufen. Schrottmunition. Hast du Schrot? Du hast Schrotpatronen. Gib mal her. Huch. Nee, abbrechen. Yarugai-Leder. Angel-Turnieranzeige. Bleistift. Blutblatt. Achso, das ist für einen Flammenwerfer Brennstoff, wa? Hier, Fleisch. Kann ich bei euch irgendwas kochen eigentlich irgendwo? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo könnte ich denn bei euch kochen? Klebeband, Kristall, Kryomine. Können den direkt auch verkaufen. Leuchtpistole, Maulwurfshappen, militärisches Klebeband, Mini-Atombombe, Molotow-Cocktail. Die verkaufen wir auch mal. Müllsieger-Auszeichnung, Nachricht an Twees, Kickball, Nudelschale. Ulscha, so was zu futtern, was ich ewig mit mir rumtrage. Nuka Kate-Ticket. Nuka Kate wird, glaube ich, auch ein DLC.
Zuckercherry, Opas Notiz, Orange Mint Dots, Pistolen und Patronen. Rose Snap Camera, Red Kakerlakenfleisch. Moment, mir wird geklopft. Oh. Was ist denn los? Ich bin am Stream. Da kommt die Lumi einfach rein. Kommt sie reingestapft in meinen Stream. Jetzt weiß ich gar nicht, was man da irgendwas gesehen hat. Gehen wir mal ins Gameplay. Ja, doch, über mir könnte man sie gerade gesehen haben, weil es perfekt drauf gerichtet ist. Ja, sie dachte irgendwie, ich habe Ja gesagt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt wird bei mir geklopft. Da muss ich mal was machen. Und sie hat irgendwie dann Ja gehört und wollte dann reinkommen. Normalerweise klopft sie und wartet auf eine Antwort. Rechtshinweise, Schallplatte, Schere. Nee, nackt war sie nicht. Sie wollte nur selber nicht gesehen werden, weil sie ziemlich, weil sie gerade frisch aufgestanden ist und nicht so hübsch aussieht. Das alles. Das ist alles. Da können wir wahrscheinlich nur mal ein paar verkaufen. Nackt war sie wohl nicht so. Jetzt würde ich gerne mit dir noch ein bisschen Möchtest reden. Möchtest du was kaufen? Nee. Hast du Zeit für ein paar Fragen? Für dich? Natürlich. Dankeschön. Die Stadt sieht wirklich schön aus. Versuchen wir mal nicht in der Tür ins Haus zu fallen. Oh, schön, dass es dir auffällt. Die Männer würden sagen, Covenant ist der schönste Ort im Commonwealth. Dank guter, alter, harter Arbeit. Aber okay. Nur unter uns. Ich glaube, geschicktes Handeln spielt eine große Rolle. Weißt du etwas über eine verschwundene Karawane? Du hast mit Mr. Dan geredet. Ich weiß nicht, über was er da andauernd plappert. Er stiftet nur Unruhe, wenn du mich fragst. Okay. Warum sollte er das tun? Manche sind einfach neidisch, wenn andere ein besseres Leben führen. Oh, und sie machen nichts lieber, als alle zu sich runterzuziehen. Und Dan glaubt, er hilft den Leuten. Der weiß doch gar nicht, wie man das Commonwealth besser und sicherer macht. Er sollte euch danken, dass ihr ihn reingelassen habt. Stattdessen stampft er rum und verhört Leute. Wenn seiner wichtigen Karawane im Lager was zugestoßen ist, gibt es Gründe dafür. Bessere Gründe als ein Mann wie er. Weißt du, mir ist dann da können Sachen passieren. Ich einfach, was ich darüber gesagt habe. Und über das Lager. Ich muss gehen. Aha. Finde das geheime Lager. Okay. Finde das geheime Lager. Die haben halt den übelsten. Die klauen wahrscheinlich einfach Leuten Sachen. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Ja, so ein bisschen habe ich. Ich habe von einem Lager erfahren. Vielleicht sind dort die Überlebenden der Karawane. Gut.
Jetzt müssen wir es nur noch finden. Wenn jemand weiß, wo das Lager ist, dann Jacob. Er hat hier das Sagen. Aber er hat nicht das beste Gedächtnis. Hm. Ich habe gesehen, wie er sein Passwort von einem Stück Papier abgelesen hat. Vielleicht findest du das ja. Okay. Wir reden später. Dan, wer war denn Dan? Er war Dan. Jacob. Moment, ist Dan nicht er selber? In Covenant kann man sich sicher fühlen. Das ist ein Siedler. Howdy. Das ist ein Siedler. Tut mir leid. Das ist Talia. Ist er nicht selber Dan? Hier kriegst du deine Limonade. Herrlicher Dan. Hä? Dr. Hallo, Patricia? Freunde. Aber es gab noch einen anderen Typen. Der das Passwort von einem Stück Papier abgelesen hat. Dann müssen wir halt ein Stück Papier finden. Wo er das ablesen könnte. Wait, bist du das? Nee, du bist Swanson. Hey, Swanson. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. War es in dem Fall auch? Okay, mit dir darf ich nicht mehr reden. Wasserpumpe. Wilder Mutterbeeren, Mais. Ein Wuffy Chilter. Irren ist menschlich. Findet das geheime Lager, ob es so bei der zerstörten Karawane nach Hinweisen. Nach Nordosten. Und mal bei einer zerstörten Karawane nach Hinweisen. Würde ich sagen. Machen wir das doch mal. Wir sind ja nur 100 Meter weit. Bin ich jetzt eigentlich alleine unterwegs, weil mein Wuffy sich verbuggt hat? Wirkt ein bisschen so. Dass da Dinge passiert sind. Ha. Die Karawane wurde ganz in der Nähe von Covenant angegriffen. Frontkorruptionszelle. Laserpistole. Teddybär. Gunnerwachbekleidung. Eigentlich eine Stiel-Lederrüstung, leichtes Kampfgewehr. Ah! Guck mal, da haben wir das, was wir kaufen wollten vorhin nochmal. Nehme ich doch mal mit. Braminfleisch, Braminleder. Moment. Hä? War da nicht gerade was Abspielbares? Also ist die Troom Store Configuration, auf die automatisch geht danach. Dies ist Limonade. Die Karawane hat auf jeden Fall den Covenant Halt gemacht. Ja. Gefickte blaue Kronkorken, Mais, Menta, Stimpack. Mais müssen wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Wurden die hinterrücks angeschossen? Jetzt sieht er von vorne aus. Sieht schon von vorne aus. Werden sie von. Also, so wie sie nach hinten umgefallen sind, sieht es schon aus, als wären sie von vorne angeschossen worden. Ist nur die Frage, von wo dann? Dogmeat hat etwas gefunden. Yo, danke, Dogmeat. Danke, Dogmeat, fürs Finden. Cool. Teffington Bootshaus.
tote Brahmin. Bist ein Vollidiot, oder? Nee, was vergiftet wahrscheinlich. Kann man auch umbauen zu einem Außenposten, aber so wollen wir jetzt eigentlich gerade gar nicht. Wir wollen ja rausfinden, was bei Covenant abgeht. Ich dachte, ich glaube nicht, dass Lumi heute einfach reingestopft kommt. Jetzt noch nie, wo ich gestreamt habe, ist sie reingestopft. Sie hat, glaube ich, aber nicht damit gerechnet, dass ich... ...dass ich streame. Irgendeinem Grund. Das geheime Lager. Ich fürchte, ich müsste besser am Knacken sein, um das zu finden. Wasser trinken. Hier ist eine Lagerstätte. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Oh, hallo. Ich sollte doch mal ein bisschen mit Leuten reden und dir auf den Zahn fühlen. Ist Covenant nicht einfach toll? Hast du Zeit für ein paar Fragen? Wenn es dir hilft, klar. Weißt du etwas über ein Lager? Nein, tut mir leid. Ich baue nur Sachen für den Laden, weißt du? Okay. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Tut mir leid, die waren niemals hier. Das ist ja gelogen. Kann man denn irgendeine Art von Problem mit Zins? Zins? Aber nein. Der Test stellt sicher, das ist doch safe. Alles gelogen. Sind alles Zins, oder? Das haben sie versprochen. Swans meint, der Test wäre nicht perfekt und der ehrliche Dan verhält sich seltsam. Aber ich könnte ihn quasi ausliefern. Wer sind Sie? Sie sind... Ich sollte nicht reden. Hab zu tun. Ich muss gehen. Ach Mann. Talia. Musst du meine Werkzeuge benutzen? Das ist eine super schmale Talia. Holy fuck. Musst du meine Werkzeuge benutzen? Okay, du redest nicht mehr mit uns. Howdy. Siedler. Ich muss Diagnosen der Perimetergeschütztürme durchführen. Ich würde gerne mit dir... mit Ted. Und Gladys sagt, es ist noch nicht in der Schlafbaracke. Okay, mit Ted darf ich irgendwie nicht reden. Oh. Wenn du Schmerzen hast, dann sag es mir. Ich muss passen. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Okay, mit ihr kann ich wirklich nur reden, um mich behandeln zu lassen. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Covenant Ladenschlüssel, Pennys Geschäftsbuch. Muss ich mich hier nachts reinschleichen? Da habe ich so langsam das Gefühl. Muss ich mich hier langsam nachts reinschleichen? Um da irgendwie weiterzukommen. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Ah, da bist Jacob. Du. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Kann ich ein paar Fragen stellen? Dann frag doch. Weißt du etwas über eine verschwundene Karawane? Geht es um diese Stockton-Leute? Ich habe es Mr. Dan immer wieder gesagt. Wir haben sie nicht gesehen. Das ist ja eine glatte Lüge. Hast du mal von einem Lager gehört? Das hört sich wirklich interessant an. Aber ich habe noch nie von einem Lager gehört. Hat Covenant ein Problem mit Zins? Sollte nicht jeder ein Problem mit Zins haben? Aber diese Dinge gibt es hier nicht. Da kannst du dir sicher sein. Tja, der ist nicht so... nicht so hilfreich und irgendwie... Ja, so kann ich... Okay, so könnte ich Taschendiebstahl machen. Hier kriegst du deine Limonade! Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Hast du noch weitere Spuren? Nein. Wenn es in Covenant nicht funktioniert, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich tue, was ich tun muss. Okay. Die Frage ist, soll ich jetzt doch die Limonade nehmen? Und mal gucken, was passiert?
Ansonsten würde ich warten bis Nacht. Es ist denn Nacht? Um 11? Um 11 könnt ihr hinkommen. Um 8 wird es so dunkel. Dogmi hat etwas gefunden. Hö? Okay, was bildest du an, mein Großer? Will einmal der Railroad anschließen. Der Railroad anschließen. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer hast dieses du Kriegs. Ärztliche Hilfe? Dann lass es mich ja, wissen. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen. Aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Ich wünsche einen also, angenehmen schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Covenant Ladenschlüssel. Innis Geschäftsbuch. Tag 1. 3 Stim RX. 13 Tage verbleiben. C wegen Preisunterfragen. Es gehen mehr als 500 C pro Woche drauf. Nicht aufrechtzuerhalten. Das Schloss kriege ich nicht auf. Okay. Was machen wir mit dem Schlüssel? Was machen wir mit dem Schlüssel? Food Stimpex Mantids. Ups. Golduhr, Kronkorken. Oh. Gutpaket können wir noch einfach nehmen. Verbranntes Lifestyle Magazin. Covenant Erinnerung. Covenant Erinnerung, was auch immer Schlimmes in der Vergangenheit erfahren ist. Hier gibt es so etwas nicht, aber wir alle haben eine Aufgabe. Die Mondpropaganda muss sich verbreiten, damit schließe ich jede Woche Dutzende. Ja komm, also seid freundlich, aber nicht so sehr, dass Besucher sich unwohl fühlen. Nutzt jede Gelegenheit, Besucher dazu zu ermuntern, Freunde mitzubringen. Redet niemals über Synths, redet niemals über das Institut. Warum haben Sie solche Angst vor Synths? Oh, jetzt ist da drüben offen. Was ich vorher nicht knacken durfte. Ist das Pennys Haus? Fleisch und Bohnen? Covenant Erinnerung. Das gleiche wie gerade eben, oder? Ist einfach offen. Oh, Jacobs Passwort. Das ist mal ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Hoffentlich war jemand nachlässig. Moment, jetzt habe ich doch Jacobs Passwort, oder? Jacobs Passwort. Untersuchen. Wow. Kannst nicht lesen. Kannst keine Schlüssel ablegen. Okay. Schachtel Zigaretten, schmutziges Papier. Schmutziger Aschenbecher. Ich habe Jacobs Passwort. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Gab es nicht da einen Hintereingang? Da ist auf jeden Fall jemand drin. Aber es gab keinen Hintereingang. Das ist irgendwie... Die sind noch alle nachts noch munter. Was ist denn hier? Was ist denn falsch bei euch? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Okay. Mit Covenant-Schlüssel aufgeschlossen. Jetzt sind wir einen Ticken weiter.
Ja, jetzt Sachen aufschließen. Probier diese frische Limonade. Musst du meine Werkzeuge benutzen? Hi. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du die Gästeschlafbaracke benutzen. Howdy. Eines Tages wird Covenant so groß wie Diamond City sein. Okay, ist das die Gästeschlafbaracke, wo ihr jetzt alle drin pennt? Nicht für ungut, aber ich habe noch einen Berg an Arbeit. Du bist doch safe ein Überlebender, oder? Von der Karawane, die wir suchen. Okay, jetzt gehen sie langsam schlafen. Ich habe Jacobs Passwort. Dieses Limonade. Nach einem langen Tag gibt's nichts. Was mache ich damit? Hey, dieser. 93% aller Besucher entscheiden sich für dieses Limonade. Nee, ich will keinen haben. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Das stimmt. Wenn du Schmerzen hast, dann sag es mir. Nee. Kein Interesse. Okay, entschuldige mich. Gib hin, Doc, please. Wir warten einfach noch eine Stunde. Wir hoffen, dass jetzt alle pennen. Okay, Doc pennt nicht. Wenn du Schmerzen hast, dann sag es mir. Das ist das öffentliche Terminal. Frage, wo ist das nicht öffentliche Terminal? Wo ist das nicht öffentliche Terminal? Diese Jeans und Jacke. Dammit, jetzt habe ich einen Schlüssel und ich weiß nicht, was mir der weiter bringt. Fuck. Dieses Limonade. Nach einem langen Tag gibt's nichts Besseres. Ich habe auch keinen Eingang irgendwo gefunden, wo ich hätte was benutzen können. Das ist doch alles. What? Jetzt sind die Sachen weg. Bist dich mit dieser Siedlung verbündet? Ja. Kann ich verstehen, dass dann Sachen nicht funktionieren. Warum haben sie alle so viel Angst vor Synths? Habe ich gefunden. Noch ein Hinweis, aber. Wie komme ich hier weiter? Sperren wir unseren Hund ein. Wo muss ich das Passwort eingeben? Verdammt. Ich rede mal mit ihm. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Hast du noch weitere Spuren? Nein. Wenn es in Covenant nicht funktioniert, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe von einem Lager erfahren. Wir müssen rausfinden, wo das Lager ist. Ich würde sagen, schau auf Jacobs Terminal nach. Wo ist Jacobs Terminal? Wir reden später. Wo zur Hölle ist Jacobs Terminal? Der wohnt doch da drin, oder bin ich doof? Aber das ist das Hallo, öffentliche Spencer. Terminal. Wenn dir was fehlt, kann ich mich gegen eine kleine Gebühr darum kümmern. Ha? Ich frage mich, ob die Kameras funktionieren. Wo ist der Kontrollapparat dazu? Sieht aus, als wäre es da drin. Sieht aus, als wäre es da drin. Aber ich komme da nicht rein. Verdammte Kacke. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Da ist wahrscheinlich auch eine Kamera dran, wa? Jeder andere in der Stadt würde gern mit ihr reden, aber... Warum will der eine nicht mit mir reden? Nur ein einziger will nicht mit mir reden.
Bett fremd schlafen. Sollten wir vielleicht nicht machen. Im Kronkorken vorher jetzt schon geklaut. Farbdose, Farbeimer, Terpentin. Wo zur Hölle ist... Okay, benutzt Jacobs Terminal. Aber wo ist denn Jacobs Terminal? Das ist doch safe in seinem Haus, oder? Aber wenn er gesehen hat, dass er... Hä? Er hat doch gesagt, er hat gesehen, dass er das Passwort von einem Dingens abschreiben musste. Dann muss es doch öffentlich sein. Okay, hier ist ein Schlafsack, lustig. Ich weiß nicht, Jesus. Bin verloren. Verloren bin ich. Darauf abgesehen, dass die Ärztin nicht pennt, das ist auch verdächtig. Wozu? Also. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich so blind bin, oder? Danke. Danke, Dogmeat. Danke fürs Tür aufmachen. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Du bist auch einfach immer munter, okay. Oh, hallo. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Ich kenne dich doch. Das Geschäft läuft gut. Was denn du hier? Ramin, kannst du zur Seite gehen? Ich würde gern mit deinem... Das ist das ehrliche Arbeit. Ich würde gern mit den Leuten reden. Karawanenwache. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. Lucas. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Zeig mal, was du so hast. Nur nicht an der Rüstung sparen, außer du willst schnell sterben. Hat er irgendwas Neues? Er hat auf jeden Fall neue Klamotte. Mantis, Beweglichkeit und Wahrnehmung, Chance auf einen Nahkampfangriff beim Angriff zu entwaffnen. Mechaniker. Kampfrüstung. Leichtbau, Kampfrüstung. Ja, nicht wirklich so was Geiles Neues dabei. Könnten wir jetzt nur mit irgendwie hier 38er Munition einfach seine Kronkorken schnappen. Ich will ihm 340 davon geben. Oder 333. Dankeschön. Meine Kronkorken. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Ich hab keine Ahnung, wo das Terminal sein soll, was ich benutzen soll. Was sagen denn unsere Daten? Finde das geheime Lager. Frag nach den Synths. Such bei der zerstörten Karawane nach Hinweisen. Suche nach Covenant nach Hinweisen. Aber ich muss dieses Lager finden. Findet, genau, ich habe noch findet die Karawane. Bin ich im Baumarkt? Andere richtig markierte Ziele habe ich jetzt nicht. Das ist doch safe irgendwie in dem Dingens drin. Das ist doch jetzt nicht hier ein weiteres Haus weiter weg, oder? Also hier ist auf jeden Fall ein Haus. Die Redaway drin. Dass man anscheinend nicht reinkommt. Dächtig. Das ist jetzt viel weiter weg alles. Markierung platzieren wollte ich. Damit ich die Orientierung nicht verliere. Hm.
Ich habe auch nach den Synths schon gefragt. Bin nur bei einer wirklich mit Charisma weitergekommen, leider. Ansonsten ist irgendwas safe unter dem ganzen Geschiss. Irgendwo geht's nach unten, was ich noch nicht gefunden habe, und da geht's dann richtig ab. Da geht's dann richtig ab. Frage ist, wo ist es? Bestimmt in dem Haus. Dann ist die Frage, wie komme ich in das verkackte Haus rein? Ich nehme jetzt so eine kackblöde Limonade. Zwei, die wir einen von dem Breachstone bekommen. Hey, dieser. Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Ich nehme jetzt eine. Bitte.